Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja, wir stehen kurz vor dem ultimativen Finale der Herausforderung gegen Champdillion und der werden wir uns jetzt auch annehmen und versuchen, neuer Champ von Gala zu werden. Und das vor Millionen wahrscheinlich von Zuschauern. Versuchen wir, den Champ vom Thron zu stürzen. Da wartet er schon. Spürst du das? Den Kontrast zwischen der kühlen Anspannung hier auf dem Platz und den überkochenden Gefühlen auf den Zuschauerrängen? Ich liebe beides. Du nicht auch? Aber denk daran, dass nicht alle Zuschauer hier im Stall auf deiner Seite sind. Es mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr, als dich verlieren zu sehen. Der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem Team allen zu zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokémon sind schon ganz unruhig in ihren Bällen. Sie wollen endlich kämpfen. Gleich ist es soweit. It's Champ Time! Ich bin Deleon, der Champ der Gala-Region. Zusammen mit meinem Partner Glurak und meinen anderen Pokémon habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung angehäuft. Genau aus diesem Grund werden wir dich auch gleich in die Tasche stecken. Gute Ansprache, muss ich sagen. Soll er mal zeigen, was er drauf hat? Bis jetzt kennen wir ja nur seinen Glurak. Moment mal! Was zum... Da! Auf dem Bildschirm! Seht nur! Was ist das? Hä? Ah, hallo Deleon und Jens. Oh oh. Ich habe soeben die finstere Nacht eingeleitet, um die Zukunft Galas zu retten. Ach du Scheiße. Aber leider wurden wieder bei gefährlich hohe Mengen an Energie freigesetzt. Wow. Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Deleon. Ist das jetzt dein Ernst? Was ist denn mit ihm? Deleon, jetzt! Das war doch das Stadion von Claw City, oder? Was hat Rose da eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer. Als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig versessen von irgendeinem Problem erzählt, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Hat er etwa vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? Ich muss sofort nach Claw City. Das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, Rose besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Ich werde mich um die Sachen kümmern. It's Champ Time! Hey, warte dir und du wei... Und weg ist er. Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Claw City nur wieder verläuft? Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich war ja nicht mal stark genug, um dich zu besiegen, Jens. Ich helfe dir auch. Komm, wir gehen beide. Danke, aber wie? Moment. Ross meinte, er hätte die finstere Nacht eingeleitet, stimmt's? Das ist doch dieses Ereignis aus der Legende, als plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Wie kann er sowas einleiten? Und woher kenne ich den Begriff gleich nochmal? Von der Heldenstatue. Ah, jetzt erinnere mich, Sani hat uns von der Heldenstatue in Engine City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon des Schwertes und dem Schild die finstere Nacht beendeten. Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass wir zwei die Pokémon suchen sollten. Was denkst du, wo wir sie finden könnten? Maybe im Schlummerwald? Bingo, im Schlummerwald! Dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du dort gekämpft hast, war in Wirklichkeit bestimmt eins der beiden schlummernden Pokémon. Also los, worauf warten wir noch? Ich wette, im Schlummerwald finden wir Hilfe. Alles klar.
Oh, das ging jetzt schnell. Huch! Was macht ihr denn hier, Jens und Hopp? Sag bloß nicht, Jens hat das Champ-Match sausen lassen. Weißt du es etwa noch nicht, Sania? Liga-Präsident Rose hat das Turnier unterbrochen. Es herrscht ein Riesenchaos. Was sagen Sie da? Ist das wahr? Ich war bis eben im Schlummerwald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Erzählen Sie mir bitte mehr. Also, da wäre zuerst dieser schwarze Wübel, der über dem Claw-Stadion erschienen ist. Wie nannte der Liga-Präsident ihn noch gleich? Ach ja, die finstere Nacht. Es war ein heilloses Durcheinander, sag ich dir. Aber darüber mach dir keine Sorgen. Unser unschlagbarer Champ kriegt die Sache schon wieder in den Griff. Da bin ich mir sicher. Stopp, halt, Pause! Haben Sie gerade finstere Nacht gesagt? So hieß der schwarze Wirbel, der vor langer, langer Zeit meiner ganz Gala zerstört hätte. Aber eins verstehe ich nicht. Was führt euch ausgerechnet hierher, Jens? Ja, beides ist irgendwie richtig. Aber wir suchen ja eigentlich das Pokémon. Wenn die Legende stimmt, ist das Pokémon des Schwerts und des Schilds damals gelungen, die finstere Nacht zu bezwingen. Das heißt, sie könnten uns vielleicht dabei helfen, den Wirbel loszuwerden. Okay, ich bin dabei. Nehmt das und geht schon mal in den Schlummerwald. Ich komme so schnell ich kann. Nach. Es gibt da noch eine Sache, die ich vorher klären muss. Toppeleber! Dankeschön! Und ich hatte mich jetzt schon auf einen Champ-Kampf gefreut. Tu, was du tun musst, mein Junge. Du bist jetzt schließlich ein waschechter Pokémon-Trainer. Das war mir auch schon vorher, aber danke, Mama. Jens, es gibt keine Garantie, dass wir diesmal... dass wir diesmal von diesem seltsamen Nebel verschont bleiben. Aber selbst wenn, wir und unsere Pokémon sind inzwischen viel stärker als damals. Uns kriegt so schnell niemand klein. Wenn ich es mir recht überlege, hat unser legendäres Abenteuer genau hier angefangen, als wir versucht haben, dieses Volley zu finden. Und das nächste Kapitel in der Legende von Hopp spielt auch wieder im Schlummerwald. Los geht's! Okay, ich würde sagen... Wie gehen wir? Ach du Scheiße, wir sind Level 2 Pokémon, oder? Wir laufen hier einfach mal durch. Oder müssen wir hier lang? Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Was ist das denn da? Level 50, Skoppel. Raffel. Level 3. Was bist du denn? Ein Mabula. Okay. Hier im Wald? Interessant. Ich glaube, hier war das, oder? Kann das sein? Ich speichere lieber nochmal. Wo ist Hopp überhaupt? Wie weit ist denn vorgerannt? Hier, oh klar, auf einmal Grabber. Gar kein Problem. Na bitte, Lied. Level 47. Mal versuchen. Da, ah, schade. Okay, nochmal.
Oha. Okay. Luftschiff. Ja, wie 47. Immerhin. Das war es mir wert. Das Pokémon haben wir noch nicht, oder? Somnion. Okay. Auch nicht effektiv, okay. Top-Genesung. Geil. Neu. Ein Smogmog. Ich speichere hier lieber nochmal ab. Ich weiß nicht, wo ich angehen soll, ob rechts oder links. Oh, noch mehr Wege, ernst? Okay. Leben Orb? Entschuldigung. Oh, Alter. Ach, okay, da geht's über den Dingsbums. Nebelsamen. Mentalkraut. Aha. Okay. Bravo. Okay. Elixier, danke schön. Atomkraft. Der Anwender verschwindet in Runde 1, um seine Kraft zu sammeln und attackiert in Runde 2. Trifft auch, wenn das Ziel sich selbst schützt. Aha. Eine Geistattacke. Interessant. Und das ist noch ein Somnia. Somnia.
Oh, schade. Wollte es eigentlich weiblich fangen. Ich hätte nicht gedacht, dass Knirscher so hart reinhaut. Da liegt noch ein Problem. Oh, wir sind gerade voll an Flunschlick vorbeigelaufen. Rauchball? Was war denn Rauchball nochmal? Oder war der Tauchball? Na gut. Darf ich es nochmal versuchen? Nee. Das Hopp. Hopp ist immer ein Zeichen, dass es weitergeht. Alter, wie weit bist du denn vorgelaufen? Okay, hier geht's nicht weiter. Sag mal, was ist denn los mit dir? Das gibt's doch nicht, der Nebel ist ja noch dichter als damals. Jetzt ist er noch dichter. Da sind sie. Das müssen das Pokémon des Schwerts und des Schilds sein. LOL. Hey, wo wollt ihr hin? Wir brauchen eure Hilfe. Nanu, warum steht ihr hier so tatenlos rum? Was meinst du? Die Pokémon des Schwerts und des Schilds waren doch eben noch hier. Eben hier. Hast du sie etwa nicht gesehen? Sie sind gerade in dem Wald verschwunden. Was fasst du denn da? Außer euch war hier weit und breit niemand zu sehen. Aber was haben wir dann eben gesehen? Eine Vision oder was? Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich habe jede Menge Bücher gelesen. Darunter auch welche, die nicht aus Garda stammen. In einem davon bin ich endlich auf eine neue Information gestoßen. Das Pokémon des Schwerts heißt... Weil, wie heißt es? Zacian? Oder Zacian? Und das ist Pokémon des Schilds? Samazenta. Angeblich wurden die beiden vor langer, langer Zeit jenseits des Schlummerwalds geboren. Verstehe. Danke, Samia. Okay, wir sind den beiden Pokémon begegnet, selbst wenn es nur in einer Vision war. Das heißt, das Schwert und das Schild, die sie bei sich führten, können auch nicht weit sein. Na klar, rennt er wieder vor. Kannst du meine Pokémon kurz heilen? Pokémon Schilds womöglich im Schlummerwald, ganz in der Nähe meiner Heimat, tief in einem friedlichen Wäldchen, in das sonst kein Mensch in Seele einen Fuß setzt. So. Ne, schade, kann man nicht. Aber man kann mal probieren zu angeln. Ja, ein Melzer. Ah, Razor ist Boden. Razor ist Boden. Dann wollte ich noch mehr KP verlieren. Stimmt, Razor war Wasserboden. Das, wo er sagt. Wo ist Hoppity Hopp? Sieh dir das an, Jens. Dieser Ort strahlt eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind der Legende definitiv auf der Spur.
cool. Wie cool das hier aussieht. Sieh nur, Jens. Das Schwert und der Schild. Die Legende ist also wahr. Du hältst ein rostiges Schwert. Mit diesem Schwert soll ein Held einstmals großes Unheil abgewendet haben. Rost sowie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Okay, ich nehme den Schild. Aber das Ding hat echt schon mal bessere Tage gesehen. Ob man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann? Naja, zumindest als Glücksbringer ist es gerade noch zu gebrauchen. Die Pokémon des Schwerts und des Schildes hingegen scheinen in den tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht so aus, als seien wir doch auf uns allein gestellt, wenn wir Deleon helfen wollen. Ah, doof. Schade. Aber es sieht echt cool aus. Ist hier hinter vielleicht noch was? Nö. Okay. Deleon kämpft sicher noch im Stadion von Claw City gegen die finstere Nacht. Wollen wir mit dem Flugtaxi dorthin fliegen? Warte noch kurz. Alles, was von der Legende übrig geblieben ist, ein rostiges Schwert und ein verwahrloster Schild. Irgendwie enttäuschen. Okay, mit dem Flugtaxi macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ich habe jetzt auch nichts glänzen sehen. Weiter kann man auch nicht gehen. Ja gut. Dann lass uns dahin fliegen. Okay, raus aus dem Wald hier und dann Abflug nach Claw City. Claw City. Hey Roy. Oh, hallo ihr zwei. Dummes Timing, dass dieses ganze Chaos direkt vor dem Champ-Match zwischen Deleon und Deleons ausgebrochen ist. Die Assistentin von uns meinte, er wolle die Galeregion mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Ist mir piep egal, wie gefährlich diese finstere Nacht auch sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinem großen Bruder helfen. Und weg ist er. Mann, Hopp kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemand verletzt. Das ist die Hauptsache. Alle wurden von uns Arena-Leitern und Pokémon rechtzeitig aus der Gefahr gebracht. Du willst jetzt bestimmt unsere Champ und dem Rest der Bevölkerung gar das helfen gehen, was? Exakt. Dann bekommt es die finstere Nacht also mit dem unschlagbaren Champ sowie mit dem stärksten aller Challenger und seinen Rivalen zu tun. Da kann man ja noch schon fast Mitleid haben. Aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist du natürlich du gemeint. Und jetzt ab ins Stadion mit dir. Okay. Krasse Wendung. Aber mit was für ein Pokémon, was Energie abgibt. Was hat er denn vor? Will er echt ganz Garland zerstören? Um damit den Energiehaushalt wiederherzustellen irgendwie? No, nicht wieder Olivia. No, die läuft hier in ihren Stelzen auf und ab. Hey! Du musst mir helfen, Challenger. Und zwar sofort. Ich meine natürlich, bitte hilf mir, bitte, bitte. Mein Pokémon hatte sich aus einem mir unbekannten Grund dynamisiert und ins Stadion ist außer Kontrolle geraten. Roy hat es auf seine gewohnte unbeholfene Art, nein, er hat es auf seine gewohnt professionelle Art wieder beruhigt, aber wenn sich die anderen Pokémon hier auch dynamisieren, sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energiewerk, in dem sich der Ligapräsident aufhält, einstürzt? Ich weiß, das klingt unverantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halt den Ligapräsidenten auf. Er hat ein Pokémon namens Endynalos erweckt. Der Körper dieses Wesens strahlt eine Energie aus, die bei anderen Pokémon die Dynamixierung auslöst. Wenn wir nichts unternehmen, dann dynamisieren sich am Ende alle Pokémon der Galar-Region. Und was dann passiert, kannst du dir sicher vorstellen. Ich flehe dich an. Bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Ligapräsidenten. Den kleinen Bruder des Champs habe ich auch schon nach unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Oh, ernsthaft?
Okay, ich dachte, sie sagt uns noch irgendwas anderes. Jens, oben kämpft gerade unser Champ Dillion gegen die finstere Nacht. Mit dem Aufzug kannst du ins unterirdische Energiewerk fahren. Okay, da kommt er nicht lang. Hier kämpft wahrscheinlich den und deine Max-Pokémon wüten umher und Olivia ist völlig außer sich. Ich mache mir solche Sorgen, bitte kümmere dich um Präsident Rose. Alles klar, wir kümmern uns um den Präsidenten. Einmal nach unten, bitte. Krass. Endynalos. Endynalos? Habe ich mir das jetzt richtig gemerkt? Hopp. Wo bist du? Hopp. Hopp. Ich hab dich nicht gesehen, hopp! Da geht das jetzt nicht lang, du solltest mit dem Präsidenten sprechen. Hopp! Was ist das für ein Riesenei? Hopp! Was machst du hier? Was soll das alles? Ich will doch nur meinem Bruder helfen. Hopp! Geht's hier gut? Rose! Präsident Rose. Nanu, was willst du denn hier, Challenger? Die finstere Nacht aufhalten. Oh, mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Die finstere Nacht, auch bekannt als Endynalos, das stärkste aller Pokémon, ist bereits erwacht. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hältst mich für den bösen Menschen. Du hast keinen Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Wo er recht hat, hat er recht. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Galle-Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit in Frieden fortentwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich Endynalos Wunschsterne verabreicht. Das rote Licht, das in Claw City für so viele Aufregungen gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um Endynalos zu erwecken. All das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Garde-Region zu schützen. Verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Voll die krasse Musik. Cavalanzas. Uiuiui, wir haben noch nicht gegen Cavalanzas gekämpft, ne? War Cavalanzas die Vorentwicklung von Laukaps? Wenn ja, dann wäre das Pokémon hier das Richtige. Epische Musik! Oh oh. Kannst auch diese dumme Attacke. Flammenwurf. Weg mit ihrem Cavalanzas. Das war heftig, ein wenig zu heftig. Meinst du nicht, du übertreibst? Meinen sie nicht, sie übertreiben? Klicke die Klack. Weiterkämpfen. Flammenwurf. Oh oh. Süßer Rückstoß. So. 2:0, Herr Präsident. Was? Tentante? Was denn ein Tentante? Ich hab keine Ahnung. Akani, es tut mir leid. die Weiterentwicklung von Castadur. Ich verstehe.
Level 48 Lokale. Sternenhieb. Mautzinger. Mautzinger war auch Stahl. Weiterkämpfen. Wo haften die Level 57? Epische Musik geht weiter. Patinaraya? Was ist ein Patinaraya? Was? Ich habe keine Ahnung. Akani bleibt drinnen. Oh, mein letztes Pokémon. Das sieht aber nicht gut für mich aus. Patinaraya. Ah. Okay. Auf. Ich werde dir zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Das glaube ich nicht. Okay. Bühne am Rand. Oh, es hat überlebt. Das könnte das Ende für Alkali sein. Sonnenlicht für stärker. Bühne Erdstoß. Oh ja, das könnte das Ende für Alkali sein. Ja. Jetzt sieht es nicht gut für uns aus. Scheiße, ich kann nicht deine Maxieren. Ah, es hat gereicht. Reflex Level 55. Eine willkommene Abwechslung, so ein Kampf. Da haben wir schon lange nicht mehr so amüsiert. Höchst beeindruckend, lieber Jens. Kein Wunder, Stelion, der unschlagbare Champ, unsere geliebte Gala-Region, dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich Endynalos erweckt. Aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Leon hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin vor dem bösen Drachen beschützt. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß,
So langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat Endunalus inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch mitgehen, Hop, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Ach, er hat vorher gegen ihn gekämpft. Okay. Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Am Boden zerstört? Da kennen sie mich nicht gut genug. So schnell lassen sich meine Pokémon und ich auf den den Kopf nicht mehr hängen. Wir geben niemals auf. Das habe ich von der Arena Challenge gelernt und sie selbst ins Leben gerufen haben. Die sie selbst. Okay. Dann gucken wir doch mal. Ich bin bereit. Wie sieht es bei dir aus? Warte noch kurz. Wir haben keinen blassen Schimmer, was uns da erwartet. Bereiten wir uns auf alles vor. Ja, das ist richtig. So. Ich sage danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und in der nächsten Folge werden wir dann Deleon unterstützen und gucken, wie es ihm ergangen ist und herausfinden, wie dieses Pokémon aussieht. Ich muss mich kurz anders hinsetzen. Und was wir gegen es tun können und wann die vielleicht legendären Pokémon auftauchen und ob sie überhaupt noch auftauchen. Und ja, was er will die Energieversorgung sicherstellen. Ich meine, das kann man auch irgendwie anders machen, oder? Als die ganze Ghana-Region in den Abgrund zu stürzen. Also, das macht ja gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, aber es macht irgendwie keinen Sinn. Er will Gala fortentwickeln lassen, ruft aber die finstere Nacht hervor, von der er weiß, dass, oder man hätte es ja nachlesen können, oder sich damit beschäftigen können, wo die ganze Gala-Region zerstört. Macht irgendwie so keinen Sinn. Ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Meine Meinung. Aber gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und wieder schauen. Reingehauen. Ciao.